Schalömchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play in R-Faktor 2. Ich befinde mich hier auf Oschersleben in der GT3-Klasse, um dieser wundervollen Strecke eine neue Chance zu geben. Denn ich bin die Strecke mal in Race Room Racing Experience gefahren vor einigen Monaten oder sogar Jahren und fand sie einfach nur abscheulich aufgrund der langsamen, langgezogenen Kurven, bei denen man nicht weiß, ob man vom Gas runtergehen soll, um sich komplett rumrollen zu lassen oder ob man ein bisschen am Gas bleiben soll. Ja, das hat mich absolut frustriert hier auf Oschersleben und dann habe ich am Wochenende so ein bisschen in die beiden GT3-Rennen der ADAC Masters reingespickelt und fand es einfach nur beeindruckend, wie die Jungs im echten Leben die Curbs mitgenommen haben. Die sind da so richtig drüber geballert, das sah unglaublich toll aus und dann musste ich das einfach in der Rennsimulation ja nachsimulieren. Ich habe Race Room ausprobiert, ich habe Assetto Corsa ausprobiert und ja, hier in R-Faktor 2 fühlt sich es einfach am besten an und ich habe hier den Vorteil, dass sich hier diese Ideallinie herausbildet, an der ich mich nicht nur orientieren kann, die gibt nämlich auch wunderbar Rückmeldungen, wenn ich sie verlasse, dann komme ich ins Rutschen und habe sofort das Misserfolgserlebnis, also ich weiß, oh, Kacke, zu weit rausgekommen, das war nicht gut, nächstes Mal bremse ich früher und dann fahre ich schon von vornherein langsam in die Kurven rein und kann dann mich entscheiden, beispielsweise beim nächsten Mal früher ans Gas zu gehen. Und das finde ich gut, also für den Lernprozess finde ich das sehr förderlich. In Assetto Corsa und in Race Room Racing Experience fehlt mir diese Rückmeldung, da es keine Ideallinie gibt oder kein Grip oder mehr Grip auf einer Ideallinie, so wie hier in R-Faktor 2. Ja, außerdem fühlen sich die Karren hier sowieso richtig gut an. Ich würde sagen, wir gehen kurz ins Setup und dann ins Cockpit und dann gehen wir hier los. Achso, jetzt zeigen wir noch kurz hier an dem BMW die erste Kurve, die ist so ekelhaft. Also man fährt hier raus, ihr seht es an der Ideallinie, einen weiten Bogen fährt man und dann wählt man einen sehr, sehr späten Scheitelpunkt, kann dann ans Gas gehen, freut sich, jawohl, jetzt kann man losballern und dann muss man schon wieder anbremsen für die zweite Ekelkurve. Also boah, diese erste Passage ist so richtig, richtig ekelhaft. Man kann sich das Leben noch schwieriger machen übrigens, wenn man hier, also wenn man jetzt nicht die Schikane gleich hier vorne nimmt, sondern noch ein bisschen weiter fährt bis zu diesem Poller. Also ich mache den Poller mal in die Mitte des Bildes, weil mein Mauszeiger hier nicht das tun möchte, was ich möchte. Ja, da könnte man die Schikane noch mieser machen, aber das habe ich mir jetzt nicht angetan, weil die am Wochenende auch auf dieser Strecke hier gefahren sind und nicht auf der noch ekelhafteren Strecke. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, U gedrückt, dass die Kamera zurückschnellt, dann Enter gedrückt und Minimize. Verzeihung. Und ab ins Garagchen zum Setup. Wir brauchen nicht so viel Sprit. Ich nehme euch mit auf 7 Runden. Mehr fahren wir nicht, denn so viel Zeit habe ich nicht. Tut mir leid. Rear Wing. Den Heckflügel, den machen wir ein bisschen höher. Auf 20 geht er. Ich mache jetzt mal 15. Obwohl eigentlich aufgrund der vielen Kurven. Nee, 20 ist zu. Nee, machen wir nicht. Die Luft. Nee, Licht, Luftfeuchtigkeit. Die Temperatur beträgt 16 Grad. Also die Außentemperatur. Deswegen können wir hier den Radiator ein bisschen zukleben, dass der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt. An der Aufhängung mache ich nichts. Setup-Spezialisten werden hier wahrscheinlich unglaublich viel Zeit rausholen können. Da sind bestimmt mit einer guten Aufhängung 1,5 Sekunden drin hier auf Oschersleben, könnte ich mir vorstellen. Also wenn man das Auto irgendwie steiler anstellt, wenn man einfach ein bisschen mehr Sturz reinbastelt und so. Aber ne, da bin ich einfach zu unerfahren. Deswegen ziehen wir jetzt einfach hier noch die weicheren Schlappen auf. Sturz könnte man hier ändern. Machen wir jetzt aber nicht. Wir gucken einfach mal, wie sich dieses Auto hier verhält auf Oschersleben. Oschersleben darf man übrigens nicht bayerisch aussprechen. Ich mach's jetzt auch nicht. Dieser Typ ist so legendär geil, wie er seine Schritte zurückmacht und mich dann da winkt. Achso. Mir winkt, nicht mich winkt. Mich hereinwinkt. So könnte es vielleicht heißen. Ja, warum sitze ich schon wieder in einem Porsche? Ich habe mich für den Porsche 911 GT3 R 2016 entschieden. Also den es auch in Assetto Corsa gibt. Und das ist aufgrund eines ganz banalen Grundes. Ist so ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine. Achtung! Ja, ich stehe einfach auf den Sound und ja, Porsche fahren ist einfach cool. So, 80 darf man hier fahren, Pit Limit ist drin. Jetzt gucken wir mal nach dem Öl. Was macht das Öl?
Die Temperatur steigt fröhlich an. Die Boxenauswahl ist ja auch der Knaller übrigens. Zack, jetzt denkt man, man kann hier losballern. Nee, kommt die erste Kurve. Dann denkt man, jawohl, man hat es geschafft. Und dann muss man aber voll in die Eisen gehen, um hier im ersten Gang rumzuschleichen. So, Ideallinie sieht gut aus, hat sich gut rausgebildet. Ich bleibe mal ein bisschen weg davon, um keine Behinderung darzustellen. Aber hinter uns ist frei, also kann es losgehen. So, jetzt hat man hier so Referenzpunkte. Hier links seht ihr jetzt so einen weißen Curb. Wenn ihr den passiert habt, dann könnt ihr voll aufs Gas gehen. Ihr könnt auch den AstroTurf hier rechts mitnehmen. Hier leicht anbremsen, hier kommt so eine dreifach links. Und dann müsst ihr gucken, entweder lasst ihr euch rumrollen, das habe ich jetzt gerade gemacht, das war aber nicht so gut. Oder ihr geht auf die Bremse, geht wieder aufs Gas, Bremse, Gas und balanciert euren Karren ein bisschen aus. Die Curbs hier könnt ihr alle wunderbar mitnehmen. Ihr könnt auch hier über den Sausage Curb drüber fahren. Schwieriges Wort. Hier bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich im dritten Gang bleiben soll. Wäre wahrscheinlich besser, um das Auto nicht so zu destabilisieren. Hier geile Passage übrigens. Da ist so ein bisschen wie beim Skifahren, wie im Hatzenbach auf der Nordschleife. Hier kann man einfach so mit dem Popo sich so rumwackeln. Ah, super geil. Und jetzt sind wir wieder auf Start und Ziel. Ja, die KI scheint hier auch Probleme zu haben. Gelbe Flagge gibt es immer mal wieder hier auf Porschersleben. Ja. So, beim 150er-Schild kann man bremsen. Man kann aber auch ein bisschen später bremsen. Jetzt komme ich hier zu weit raus, macht aber nichts. Kann ich früher aufs Gas, denke ich. Heck kommt ein bisschen. Hab zu wild korrigiert. Hier nach diesem Schild bremsen. Und nach diesem Aufstellerchen. Und dann hier ans Gas. Ja, so ganz lieb ist der Porsche nicht, aber muss er ja nicht sein. Soll ja immer noch ein Rennwagen sein. So, jetzt mache ich dieses Gasbremse-Gas-Spielchen. Hier hätte ich früher ans Gas gehen können. Jetzt muss ich hier ein bisschen vorsichtiger fahren, als ich eigentlich wollte, um dem KI-Heini nicht hinten rein zu brettern. Ja, und eigentlich macht Porsches Leben unglaublich viel Spaß. Also, wenn man mal so die ersten Ekelmomente überwunden hat und dann gerade hier diese Passage, ah, so gut, ah, verkackt, aber macht trotzdem Spaß. Hier rüber und wieder raus auf die Curbs, hart anbremsen. Ah, schön. So, 1,26,2, wer ist das gefahren? Ich war es nicht. Gut, 1,27,3 ist gar nicht so schlecht. Spinnt wieder die Delta-App. Und ich liebe es, diesen Porsche so hochdrehen zu lassen. So, jetzt habe ich noch später gebremst. Ah, da geht noch mehr oder noch später. Öl ist bei 103 Grad jetzt. Ist auch gut. Hier bleibe ich am Gas. Also so ein bisschen Gas gebe ich. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Ja. Fühlt sich einfach so ganz gut an. Ah, schön, wie die am Wochenende das in echt gemacht haben. Diesen Curb voll mitnehmen, schön weit raus. Das fühlt sich einfach toll an. R-Faktor 2, einfach ein legendär geiles Spiel. Nein, das war verkackt. Wieder mal. Aber ich verstehe es, warum es Leute nicht so gern spielen, weil es einfach immer noch total unstrukturiert aussieht. Also man macht dieses Spiel an und dann wirkt es schon einfach unsortiert, unordentlich. Auch bei der Gegnerauswahl kotzt mich richtig an hier. Und Ladezeiten. Hier diese 20 Autos haben jetzt gebraucht 4 Minuten zum Laden. Gut, aber ich habe R-Faktor 2 auch auf einer HDD. Das war gerade schlecht. So, noch später hier. So, wo ist der Referenzpunkt? Hier. Es hat sich flüssiger angefühlt, war aber langsamer.
Ah, gut, dass die Delta-App läuft. Das war schlecht, zu weit rein. Jetzt muss ich hier mehr bremsen. Habe jetzt nochmal versucht, Gas zu geben, aber komm hier zu weit raus. So geil. Ah, so gut, es ist so gut. Ich habe in meinem billig G27 Lenkrad so viel Rückmeldung. Ah, geilo. So gut. Ja, ich prügel ihn zu viel. Ich merke es selber. Ich fahre zu hektisch. Zu destabilisierend. Also das Fahrzeug muss viel zu hart einfedern und wieder ausfedern, so wie ich gerade fahre. Ich muss sanfter sein mit den Inputs. Dann kann ich noch was rausholen. Das hat sich eigentlich gut angefühlt. Ja, ein Ticken langsam, schneller. Wichtig ist auch, dass ihr in den Linkskurven wirklich mit rechts lenkt. Ach, wieder Zeit verloren. Das klingt so banal, aber achtet mal darauf, dass ihr wirklich bei Rechtskurven mit links lenkt, bei Linkskurven mit der rechten Hand, dass die führt. Nein, nein, nein. So, wenn ich jetzt die eine Linkskurve nach dieser Rechtskurve nicht verkacke, dann müsste ich vielleicht ein bisschen besser sein. Ja, aber ich verkacke sie, weil ich hier schon verkackt habe. Ups. Ah, das war nicht gut. Driften sollte man nicht. Gucken wir mal, was unsere Reifen machen. Jo. Sind auf Temperatur, würde ich sagen. So, Sechster mit einer 1,26. 7. 5 Zehntel bis zum ersten fehlen. Hinter uns ist ein McLaren. Ich lasse den mal vorbei. Vielleicht können wir dann ein kleines... Ja, nicht Rennen fahren, aber so ein bisschen... Oh, Kacke. Da war noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe auch keine blaue Flagge oder sowas bekommen. Also wenn die beiden auf einer schnellen Runde sind, dann bekommt man in R-Faktor 2 eine blaue Flagge. Das finde ich auch geil. Also im Training, dass man eine blaue Flagge bekommt, wenn jemand auf einer schnellen Runde ist. Finde ich toll. So, wie macht ihr das? Ja, ihr macht auch den Brems-Gas-Approach hier. Zu weit raus. Gut, aber an der KI darf man sich nicht orientieren. Macht eh, was sie will. So, was machen die Reifen? Ich glaube, die haben immer noch ein bisschen was an Temperatur drinnen von vorher, von dem Dreher. Hier bin ich auf jeden Fall besser als die KI, das ist schon mal gut zu wissen. Geil. Jetzt gucken wir mal. So. Wie komme ich jetzt hier rum? Ich sehe nichts an Schaden. Ich weiß nicht, wann ich schalten muss. Es war jetzt einfach mal ein Versuch. So, heieiei. Es liegt mir gar nicht, in der Verfolgerkamera zu fahren. Aber ich wollte ganz kurz gucken, wie groß der Schaden da vorne rechts ist. Rechts unten in der App sieht man das blau leuchten. So, und hier nimmt mir diese KI echt viel Zeit weg. Krass.
So, aber jetzt kommt mein Stück. Jetzt komme ich wieder ran an den McLaren. Reicht's da noch für eine Runde? Ja. Hey, die fahren die zu eng. Die fahren die Kurve. Die fahren die ein bisschen zu eng und dadurch können sie die dann nicht so, ja, nicht so schnell nehmen. Oh nein, jetzt ist die Trainingssession auch aus. Ja, dann fahren wir es jetzt noch gediegen zu Ende. Es hat sich gut angefühlt. Bisschen Rennfeeling noch in der letzten Runde. Oh, in der ersten geschaltet. Ganz schlecht. Vorher auch schon. Aber hier gerade war es noch schlechter. Nein, nein, nein. Ich habe gedacht, ich komme noch rum. Ja, was soll ich sagen? Das ist einfach eine geile Strecke. Man darf sie nicht unterschätzen. Man darf sie nicht abschreiben. Oschersleben hat eine zweite Chance verdient. Oschersleben hat es verdient, gewürdigt zu werden. Es macht so Bock, sich hier durchtreiben zu lassen. Achso, jetzt hätte ich an die Box müssen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich weiterfahre? Kriege ich dann eine negative Bewertung auf eBay für meinen Boba Fett? Ich hoffe, ihr kennt die Anspielung oder ihr wisst, was ich damit meine. Es gibt den Dodo Kai, der macht so Videos auf Schwäbisch. Und der verarscht stirbt langsam und... Hui. Und da kauft Bruce Willis, der will einen Boba Fett kaufen von so einem Typ und ja, der Dodo Kai, der parodiert es und das ist unglaublich geil. So, meine Damen und Herren, gehen wir nochmal in die Außenansicht, schauen uns diesen wundervollen Porsche an. So ein schickes, schickes Auto. Herrlich. Ja, vielleicht habt ihr ein bisschen was mitgenommen, falls ihr Oschersleben noch gar nicht gekannt habt. Wenn ihr Oschersleben kennt, dann schreibt mal in die Kommentare, was ich noch besser machen kann, worauf ich achten soll oder achten muss. Wie gesagt, ich bin noch am Anfang meiner Lernkurve. Ich bin vorgestern zum ersten Mal hier richtig gefahren. Und ja, freue mich einfach über Tipps. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und für alle coolen Kätzchen, die bis jetzt dran geblieben sind, gibt's noch was aus der Wiederholung. Vielen Dank fürs Zusehen. This video is presented by PM Racing, by the way.